Hi ihr Lieben, heute lesen wir Die Katzenbande von Katharin Metzmeier und Illustrationen für den Grégoire Mabille vom Midas Verlag. Viel Spaß! Die Katzenbande. So. Laut ist es in der Stadt, der Verkehr rauscht, die Autos hupen. Bremsen, quietschen. Nur hinter der bunten Mauer ist es still. Hinter der Graffiti-Mauer verbirgt sich die Katzenbande. Roter Riese, Ramses, Piano, Lakritz, Mücke und Charlie. Sie alle halten gemeinsam ein Nickerchen. Nur ein winziges, namenloses Kätzchen hat sich ganz allein abseits zusammengerollt. Los, Freunde, miaut Roter Riese. Zeit für die Futtersuche. Du bleibst hier, befiehlt Ramses dem Kätzchen. Du bist noch zu klein. Du störst und bist uns nur im Weg. Das Kätzchen ist furchtbar enttäuscht und würde am liebsten weinen. Aber dann holt es tief Luft und sagt zu sich selbst, ich will hier nicht mehr alleine warten. Und hopp, hopp, heute laufe ich ihnen hinterher. Heute gehe ich auf Abenteuerreise. Ich muss einfach, auch wenn ich mich etwas fürchte. Das ist wie Verstecken spielen. Auch wenn es nicht leicht wird, diesen Fellraketen auf den Fersen zu bleiben. Ein Hopser hier und ein Hopser da. Hauptsache, mich sieht keiner. Unsichtbar. Hey, Vorsicht, alte Kanalratte. Im Namen der Fischdose. Ich bin Superwinzling. Und hopp, immer höher und immer weiter. Aufpassen, sonst werde ich selbst zum Leckerbissen. Haha, tralala, mich kriegt keiner. Am Abend streifen 6 Katzen durchs Dunkel. Die 7. schleicht heimlich hinterher. Da. Plötzlich ertönt im Hof eines Restaurants ein lautes Miau. Heureka, quietscht Charlie vergnügt. Auf geht's, Freunde. Ich habe einen Schatz gefunden. Eine Futteroase. Endlich mal was Besseres als alte Maus, freut sich Lakritz. Heute steht etwas Leckeres auf der Speisekarte, jubiliert Charlie. In ihrem Heißhunger hat die Katzenbande den Winzling gar nicht bemerkt, der ihm bis hierher gefolgt ist. Da. Fisch mit Schokolade, Erdbeerjoghurt mit Speck, ein Festessen. Der Winzling hockt in seinem Versteck und hört zu. Schmatz, schmatz. Doch plötzlich ein lauter Knall. Der Wind hat den Deckel der Tonne zugeschlagen. Klack. In der Dunkelheit gerät Piano in Panik. Wir sind gefangen. Gefangen wie Ratten, keucht Ramses. Wir werden ganz bestimmt ersticken, jammert Charlie. Doch der Winzling hat alles beobachtet. Das Kätzchen muss die anderen retten, das ist klar. Es überlegt. Wer kann mir helfen, den Deckel zu öffnen? Ein köstlicher Duft nach Tomatensoße kitzelt seine Nase und ihm kommt eine Idee. Der Chefkoch traut seinen Augen nicht. Herrje, die kleine Katze will mich wohl auf den Arm nehmen. Miau, miau, tralala, stichelt der Winzling. Miau, miau, tralala. Pass nur auf, wenn ich dich kriege, schimpft der Chefkoch. Miau, miau, du fängst mich nicht. Sei lieber mal nicht so sicher, schreit der Chefkoch und eilt dem Winzling in den Hof hinterher. Dort schaut er sich suchend um. In der Abfalltonne rumpelt und miaut es. Ah, ich weiß, wo du steckst, schnauft der Chefkoch und öffnet den Deckel. Im selben Moment springt die Katzenbande heraus. Ah, schreit der Chefkoch und rennt erschrocken ins Haus.
Der Winzling kichert vor Freude in seinem Versteck. Miau, 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 miau. Siegreich kehrt die Katzenbande hinter die bunte Mauer zurück. Als die Morgensonne aufgeht, ist der Winzling das glücklichste Kätzchen der Welt. Miau, 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 der Winzling hat's geschafft. Roter Riese, Ramses, Piano, Lakritz, Mücke und Charlie stimmen ein Lied für das mutigste Kätzchen an. Der Winzling fürchtet sich vor nichts, hat uns gerettet oder etwa nicht. Zur Katzenbande gehörst du ab jetzt auch dazu. Super Winzling soll dein Katzenname sein. Miau, 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 freut sich das kleine Kätzchen voller Stolz über seinen neuen Namen. Bis zum nächsten Mal.